Wir hatten ja schon immer Pferde, es war normal, mit Pferden was zu machen. Das erste Mal, ich glaube, ich habe zu meinem zweiten Geburtstag mein erstes Pony bekommen, so ein Shetty Pony. Da saß ich bestimmt auch mal kurz drauf, aber so richtig hat mich das alles noch nicht interessiert am Anfang. Ja, und dann nach und nach wurde es immer mehr. So richtig Turnierreiten habe ich, glaube ich, vielleicht mit 11 angefangen, 10, 11, die ersten kleinen Turniere. Und dann so in dem Jahr, wo ich 13 wurde, das erste Mal Hagenfüter Champions, die erste deutsche Meisterschaft war dann in dem Jahr. 2014 das erste Mal deutscher Meister, die erste Euro geritten, da Bronze im Team gewonnen. 2017 dann Junioren-Deutscher Meister geworden und Euro geritten. 2018 wieder Junioren-Deutscher Meister geworden. Letztes Jahr das erste Mal junge Reiter, das Championat von der Münster gewonnen. Das war ein mega Gefühl und dann wurde ich auch Dritter im Championat von Hagen beim Vier-Sterne-Turnier. Dieses Jahr fing auch wieder gut an. Leipzig ist beim Fünf-Sterne-Weltcup-Turnier das Einlaufspringen gewonnen. Jetzt letzte Woche in Pferden im großen Preis mit einem relativ jungen und unerfahrenen Pferd wurde ich Zweiter. So kann es weitergehen dieses Jahr. Den Großteil meiner Zeit verbringe ich im Stall. Das ist, natürlich hat man dann eine besondere Verbindung zu dem Tier. Und es wird jetzt auch nicht als Nutztier angesehen bei uns, sondern, sag ich mal, wirklich als Partner. Ist ja auch mein Sportpartner. Also ich setze meine Priorität eigentlich jetzt im Reitsport mittlerweile. So, Schule, ich hoffe, dass ich mein Abi schaffe dieses Jahr. Und wenn, sieht es noch ganz gut aus. Ja, also dann jetzt wird dann natürlich erstmal jetzt, wird dann jetzt bald gelernt fürs Abi. Und danach kann ich ja dann ja weiterreiten erstmal ein bisschen. Dann habe ich überlegt, vielleicht ein BWL-Studium anzufangen. Und, aber eigentlich würde ich auch gerne noch mal im Januar, Februar und vielleicht März noch mal nach Wellington gehen zum Reiten. Aber muss ich mal gucken, wie ich das alles so vereinbaren kann. Auf jeden Fall jetzt nicht nur reiten, sondern nebenbei noch was, um mich weiterzuentwickeln. Für die nächsten Jahre natürlich mich reiterlich weiterzuentwickeln. Ja, und wenn man jetzt ganz groß mal träumen darf, dann vielleicht auch irgendwann mal in Aachen an den Start zu gehen, also beim CHIO. Das ist das größte und bedeutendste Turnier der Welt für mich. Und ja, das ist einfach was ganz Besonderes, glaube ich, wenn man da auf den Platz reinreiten darf und da jetzt dann halt auch vielleicht mal ein bisschen Erfolg hat. So viele Menschen, das ist einfach was ganz Besonderes, dieses Turnier.